In diesem Video zeige ich den Satz des Ptolemäus und wie man ihn beweist. Wir beginnen mit einem Kreis. Auf dem Kreis liegen vier Punkte A, B, C und D. Und wir verbinden diese Punkte mit vier Sehnen, bilden ein allgemeines Sehnenviereck bestehend aus den Seiten A, B, C und D. Nun zeichnen wir noch die Diagonalen E und F ein. Und nun lautet der Satz des Ptolemäus, dass das Produkt der Längen der beiden Diagonalen E und F gleich ist dem Produkt der Längen der Seiten A und C, die sich gegenüberliegen, plus den anderen beiden gegenüberliegenden Seiten B mal D. So, das ist der Satz des Ptolemäus. Toll, dass es so eine Beziehung gibt. Man fragt sich natürlich, was kann man damit machen, wozu ist das gut und warum ist der Satz so berühmt, dass er in die Weltgeschichte eingegangen ist. Das verrate ich euch aber erst am Ende dieses Videos. Jetzt wollen wir erstmal versuchen, diesen Satz zu verstehen, denn es ist ja schon ein merkwürdiger Zusammenhang, warum die Längen der Diagonalen, wenn man sie multipliziert, was zu tun hat mit den Längen der Sehnen außenrum. Und wenn man solche Zusammenhänge verstehen möchte, dann geht man in der Mathematik immer so vor, dass man versucht, diese Beziehung zu beweisen. Dadurch versteht man nämlich, warum das alles so zusammenhängt. Warum ist das so? Ein mathematischer Beweis heißt immer, dass wir eine Aussage, in dem Fall den Satz des Ptolemäus, zurückführen auf andere Aussagen, die etwas einfacher, grundlegender sind und die wir in der Vergangenheit schon bewiesen haben. Hier für den Satz des Ptolemäus brauchen wir dazu zwei andere Aussagen. Das eine ist der sogenannte Umkreiswinkelsatz oder Peripheriewinkelsatz, der besagt, wenn man auf einem Kreis zwei Punkte markiert und die mit einer Sehne verbindet, und nun bauen wir auf dieser Sehne ein Umkreisdreieck auf, dann ist der Winkel Alpha, den wir hier oben in dem Dreieck finden, unabhängig davon, wo dieser Punkt liegt. Ich kann den Punkt auch hier hinlegen, dann ist das derselbe Winkel Alpha wie hier. Das ist der Umkreiswinkelsatz. Ihr kennt einen Spezialfall von diesem Umkreiswinkelsatz als Satz des Thales. Wie ging das? Wenn man nämlich diese beiden Punkte hier genau auf dem Durchmesser des Kreises wählt und baut dann ein Dreieck darauf auf, dann hat man hier oben immer einen rechten Winkel, ganz egal wo dieser Punkt liegt. Hier haben wir also den allgemeineren Fall, dass die Punkte irgendwo liegen können. Den zweiten Satz, auf den wir uns zurückführen möchten, ist der Ähnlichkeitssatz von Dreiecken. Und zwar, wenn wir hier ein Dreieck haben mit dem Winkel Alpha und Beta und zeichnen jetzt ein anderes Dreieck, das ebenfalls die Winkel Alpha und Beta gleich groß enthält, dann sind die beiden Dreiecke ähnlich. Man sieht es, dass dieses Dreieck hier einfach durch eine Vergrößerung aus diesem Dreieck hier hervorgeht. Und wenn Dreiecke ähnlich sind, dann können wir eine Beziehung zwischen den Seitenlängen herstellen. Wir sehen hier die beiden Seiten des Dreiecks, die am Winkel Alpha anschließen, verhalten sich, also A zu B verhält sich genauso wie in dem großen Dreieck C zu D. Also immer wenn man in zwei Dreiecken zwei gleiche Winkel haben, dann sind die ähnlich und die Seitenverhältnisse sind gleich. So, jetzt haben wir alles zusammen, um damit den Satz des Ptolemäus zu beweisen. Wir starten mal damit, dass wir nun mit dem Umkreiswinkelsatz alle Winkel, die in diesem Viereck hier vorkommen, beschriften. Wir starten mal mit der Sehne A, bauen darauf unser Dreieck auf und der Winkel, der A gegenüber liegt, den nennen wir dann Alpha. Und nun sehen wir mit Hilfe des Umkreiswinkelsatzes, dass wir noch ein gleiches Dreieck auf der Sehne A aufbauen können. Das ist dieses hier. Und da D und C ebenfalls auf dem Kreis liegen, muss hier derselbe Winkel Alpha wie hier entstehen.
So, dann beschriften wir diesen Winkel mit Alpha. Und das gleiche Spiel können wir jetzt mit allen anderen Sehnen wiederholen. Wir nehmen die Sehne B, bekommen hier den Winkel Beta und entsprechend auch hier. Wir nehmen die Sehne C, bekommen hier den Winkel Gamma und seht ihr schon das dazu passende Dreieck, das hier. Ja, dann ist hier auch Gamma. Und zum Schluss noch die Sehne D, hier mit dem Winkel Delta. Und wo ist das andere Delta? Okay. So, das war der erste Teil. Jetzt kommt der zweite Teil des Beweises. Jetzt wollen wir die Längen von unseren Diagonalen E und F berechnen. Und das machen wir, indem wir in diesem Viereck ähnliche Dreiecke suchen, mit denen wir dann diese Diagonalen auf die Seitenlängen hier außen der Sehnen zurückführen können. Dazu machen wir jetzt einen Trick. Und zwar, wir beschaffen uns mal ein zusätzliches Dreieck, das ähnlich ist zu einem anderen, das wir schon haben. Indem wir hier diesen Winkel Beta an der Seite nochmal abtragen. Das heißt, wir bekommen jetzt hier eine zusätzliche Strecke und einen zusätzlichen Schnittpunkt mit der Diagonalen. Diesen Schnittpunkt nennen wir mal Groß F. Und dieser Punkt teilt unsere Diagonale klein f jetzt in zwei Teile, in ein Stück f1 und ein Stück f2 an beiden Seiten von diesem Punkt f. So, man fragt sich erstmal, was soll das Ganze? Aber das erkennen wir jetzt gleich. Wir sehen nämlich, dass wir jetzt hier ein Dreieck haben mit den Winkeln Alpha und Beta. Und wir finden nun hier ein dazu ähnliches Dreieck ebenfalls mit den Winkeln Alpha und Beta. Da die beiden Winkel gleich sind, sind die beiden Dreiecke ähnlich. Und damit können wir auch wieder ein Seitenverhältnis aufstellen. Wir gehen mal an den Winkel Alpha ran, dann sehen wir, dass wir hier die Seite F1 haben. Die verhält sich dann zu Seite D. Genauso wie, wenn wir hier bei Alpha starten, die Seite B zur Seite E. So, das haben wir diese Beziehung hier. Die können wir noch nach F1 auflösen, weil wir sind ja an der Länge von F interessiert. Wir stellen diese Gleichung um, indem wir mit D multiplizieren. Dann haben wir das Ergebnis F1 ist dann BD durch E. Somit haben wir dieses Stück der Diagonale zurückgeführt auf die Seitenlängen B, D und E. So, dann machen wir noch das gleiche Spiel für das Stück F2. Das sieht dann so aus. Wir bilden hier unser Dreieck, das F2 enthält. Wir sehen, hier haben wir einen Winkel Delta und hier einen Winkel Beta plus Epsilon. Und wir finden ein dazu ähnliches Dreieck hier. Das enthält ebenfalls den Winkel Delta und den Winkel Epsilon plus Beta. Ja, das ist der gleiche Winkel wie hier Epsilon plus Beta. So, dann können wir auch hierfür wieder das Verhältnis der Seitenlängen aufstellen. Wir sehen, wenn wir uns jetzt mal auf den Winkel Delta schauen, dann sehen wir, dass F2 zu A verhält sich genauso wie C zu E. Habe ich hier aufgeschrieben. Wir stellen wieder nach F2 um, indem ich mit A multipliziere. Dann haben wir F2 ist AC durch E. So, jetzt haben wir alle Bausteine zusammen. Ich fasse zusammen. Wir haben F1 ausgerechnet. Wir haben F2 ausgerechnet. Und jetzt machen wir davon Gebrauch, dass die Länge der Diagonalen F ja nichts anderes ist als dieses Stück F1 plus dieses Stück F2. So, dann addieren wir diese beiden Teile. Gibt das. Und jetzt sehe ich, ich kann diese Gleichung wiederum mit E multiplizieren. Ihr wisst, wenn man eine Gleichung mit dem Nenner multipliziert, dann gehen die Brüche weg. Das E kommt hier rüber. Dann steht da EF ist gleich AC plus BD. Was zu beweisen war, hier steht der Satz des Ptolemäus. Toll.
So, im Prinzip sind wir an der Stelle fertig, aber weil mir Mathe so viel Spaß macht, will ich noch zeigen, was man jetzt damit Schönes anfangen kann. Als erstes schauen wir uns mal einen Spezialfall an. Wir wählen mal die Seite A und die Seite C gleich lang und die Seite D und B gleich lang. Dann entsteht dieses Rechteck und dementsprechend sind auch die Diagonalen E und F gleich lang. Wenn wir das jetzt in den Satz des Ptolemäus einsetzen, steht dann hier e Quadrat. A mal c gibt a Quadrat und b mal d gibt b Quadrat. Und herauskommt ganz einfach der Satz des Pythagoras. Hey, nicht schlecht. Das heißt also, der Satz des Pythagoras ist nur ein Spezialfall vom Satz des Ptolemäus. Der Satz des Ptolemäus beinhaltet den Satz des Pythagoras bereits. Nun zeige ich noch, warum der Satz des Ptolemäus so berühmt ist. Was hat der geschichtlich auf sich? Ha, gucken wir mal in die Weltgeschichte zurück. Claudius Ptolemäus. Den Namen hat man doch irgendwo schon mal gehört. Ja, richtig, das ptolemäische Weltbild. Ptolemäus lebte in Ägypten, war Astronom, Sterngucker, hat sich also mit dem Aufbau, wie er glaubte, der Himmelskörper und des Universums befasst und hat versucht, die Bahnen der Gestirne zu berechnen. Nach dem damaligen Weltbild, so dachte er, ist die Erde im Zentrum, Mensch, Mittelpunkt aller Dinge, wie man damals glaubte, und Sonne, Mond, Sterne, alle Planeten kreisen auf Kreisbahn um die Erde herum. Wie wir heute wissen, ist das falsch. Tatsächlich haben wir heute das kopernikanische Weltbild. Das sieht so aus, dass die Sonne im Mittelpunkt ist und die Planeten, darunter auch die Erde, kreisen um die Sonne. Nichtsdestotrotz, Weltbild ist zwar falsch, aber Ptolemäus hat für seine Zeit schon ganz erstaunliche mathematische Berechnungen und Entdeckungen angestellt, mit denen er die Bahnen dieser Gestirne berechnen konnte. Und wenn wir uns jetzt mal sein Bild anschauen, Erde Mittelpunkt und die Sonne kreist jetzt auf einer Kreisbahn herum, und wir sehen sie hier aufgehen, über ihn hinwegziehen und hier wieder untergehen, dann erkennen wir sofort den Satz des Ptolemäus wieder. Nämlich, wenn man hier die Abstände zwischen diesen einzelnen Positionen kennt, dann kann man auch diese fehlende Strecke hier zwischen Erde und Sonne beispielsweise ausrechnen. Wir nehmen uns den Satz des Ptolemäus her und stellen den nun nach der unbekannten Größe d um. Das ist also der Abstand Erde-Sonne. So, wie geht das? Wir bringen als erstes mal das AC hier auf die andere Seite und teilen dann die Gleichung noch durch das b. Das b kommt dann hier in den Nenner. So, dann haben wir hier eine Gleichung stehen, mit der man den unbekannten Abstand d ausrechnen kann. Hey, damit konnte man zur damaligen Zeit den Abstand zur Sonne ausrechnen. Das war sicher eine Neuigkeit. Damit hatte Ptolemäus auch einen Riesenerfolg, bis dann irgendwann halt mal Kopernikus kam und ihm das Ganze wieder zerpflückte. Ja, heute benutzt man den Satz aber noch für andere Dinge, zum Beispiel in der Landvermessung. Wenn wir hier zwei Punkte haben, wollen den Abstand zwischen den beiden Punkten in der Landschaft kennen, aber wir können auf direktem Weg nicht messen, weil vielleicht ein Hindernis oder ein Gebirge im Weg ist. Dann kann man auch hier außenrum messen, auf einem Umweg, diese Größen dann in den Satz des Ptolemäus einsetzen, auch wieder nach der unbekannten Größe umstellen und kommen damit auf diesen Abstand dieser beiden Punkte. Okay, das war's.